Drei Musiker haben am Wochenende mit Gitarre, Akkordeon und Bariton einen Weltrekord geknackt. Mit 60 Auftritten in 24 Stunden entthronten sie den österreichischen Musiker, der 51 Auftritte schaffte. Die Original-Maintaler, das sind Daniel Hoherz, Thomas Schippel und Jochen Kroner aus Ebersdorf bei Coburg. Ihr Motto: volle Bulle. Die Marathonmusiker begannen ihren Weltrekordversuch am Samstagvormittag, steuerten 17 Stationen an und spielten insgesamt 15 Stunden zünftige bayerische Wirtshausmusik. Beim Finale am Sonntag vor dem Stadtcafé in Bad Rodach waren noch einmal alle Strapazen vergessen. Schwungvoll legten sich die drei ins Zeug, wenn auch die Stimmen schon leicht heiser waren. Während der 24-stündigen Tour wurden die Musiker aus Ebersdorf von einem Teamfahrzeug begleitet. Sogar Ersatzinstrumente lagen für den Fall der Fälle bereit. Am Ende des Musikmarathons war der Jubel groß und es hagelte jede Menge Glückwünsche. Der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde dürfte jetzt nur noch Formsache sein.